Schmuseeinheiten der etwas anderen Art. Ist der zum Knuddeln, oder? Treffen auf Entsetzen und Ungläubigkeit. Der ist nicht echt, oder? Nein. Doch, der ist echt. Eine Wohnsiedlung in Dietzenbach bei Frankfurt am Main. Ruhe, Beschaulichkeit und Lebensgefahr. Warum wird schnell klar? Wenn der gelernte Gastronom Orazio mal wieder mit seinem Lieblingstier Primo Gassi geht. Primo ist kein Hund, Primo ist ein 11 Jahre alter Alligator. Ich habe eine Macke. Ich habe einen Vogel weg. In seinem Haus gibt's noch mehr davon. 15 Stück insgesamt. Oh, oh, Jesus Maria, mein Schwert. Der kann sich drehen und sofort beißen. Ja? Sie sehen, was für spitze Zähne. Ja, aber wenn der sofort beißt, tue ich noch wieder weg. Ja, ich passe schon auf. Orazio ist seit frühester Jugend von den Tieren begeistert. Wir wollen wissen, Alligatoren im Einfamilienhaus, wie gefährlich ist das? Und was sagt die Nachbarschaft? Hinter dieser Tür lauert die Gefahr. Krokodile sind hier drin. Können wir mal gucken? Bitte. Das Haus hat Orazio vor 25 Jahren zusammen mit seiner Frau gebaut. Inklusive einem Wohnbereich für Krokodile. Und da unten liegt auch schon eins. Meine Frau wollte unbedingt mit den Kindern im Wohngebiet sein. Ja, war sehr, sehr schön. Das war natürlich verboten. Du kannst nicht mit dem Wohngebiet mit Krokodile kommen. Weil Orazio aber vernarrt in Krokodile war, hat er bei der Baugenehmigung etwas geschummelt. Ich habe das gebaut, als Schwimmbad angegeben, fertig gebaut, Krokodile reingesetzt. Ich musste verschiedene Auflagen erfüllen. Von Ordnungsamt, vom Veterinäramt, vom Baubehörde, dem Magistrat, Tierschutzbehörde. Das Halten von Krokodilen und Alligatoren ist in Deutschland nach dem Tierschutzgesetz und nach der Gefahrtierverordnung geregelt. Außerdem ist eine Ausnahmegenehmigung notwendig und die Haltungsbedingungen werden auch behördlich kontrolliert. Trotz aller Genehmigungen war es zu Anfang schwierig in der Nachbarschaft. Gab es Nachbarn, die was dagegen haben? Ja, am Anfang war schon ein bisschen nachhelfen. Damit meint Horatio, er musste die Nachbarn überzeugen, dass bei ihm alles sicher ist. Mal ganz ehrlich, würde der da unten einen Menschen fressen? Nein. Wenn einer jetzt runterfällt und zappelt, der beint sich am Bein oder am Fuß, der dreht das. Das ist die sogenannte Todesrolle. Beißt sich fest und dreht sich. 90 Kubikmeter Wasser für einen Keller voller Alligatoren und Krokodile. Ein Wohnzimmer, das keines mehr ist. Kein Sofa, kein Fernseher. Stattdessen Käfig an Käfig. Was sagt seine Frau dazu? Meine Frau wohnt nicht mehr hier, hat keinen Bock mehr. Nee, die wohnt ein paar Straßen weiter. Für Orazio kein Problem. Die Liebe zu Alligatoren geht über alles. Ich habe Krokodile, Kaimanen, Zoogeschäft gesehen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich musste unbedingt eine haben. Es war mein Kindertraum, mit Krokodile mal baden zu gehen oder auf eine Hundeleine. Für seine Krokodile gibt Orazio jeden Monat rund 10.000 Euro aus. Um das zu finanzieren, organisiert er diverse Events wie Kindergeburtstage, Fotoshootings oder er geht mit seinen Kindern und Krokodilen baden. Der Grat zwischen Leichtsinn und Sensation ist schmal. Ist noch nie was passiert. Also mir passiert immer wieder was, das ist nur ein Kratzer. Wie ist das, wenn man geschnappt wird? Sehr schmerzhaft, blutet aus der Lange. Ja, die Zähne sind irgendwie spitz, aber ist alles noch da. Na, dann wagen wir uns mal runter. Regelmäßig überprüft das Tierschutzamt die Haltebedingungen. Ein Alligator kann bis zu 1000 Kilo schwer und 7 Meter lang werden. Komm mal hier, Mäuschen, komm mal hier, komm. Komm, 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 komm. Jetzt geht es für die beiden nach draußen. Orazio geht seinem Kindheitstraum nach. Gassi gehen mit Alligator. Es dauert nicht lange und das ungleiche Gespann fällt auf. Der ist nicht echt, oder? Nein. Doch, der ist echt. Eine Mutter, die zweifelt und eine Tochter, die sich losreißt. Maike, passt bloß auf. Der Alligator scheint auf Kinder einen besonderen Reiz auszuüben. Kann ich mal den Mann da fragen, ob ich das streicheln darf? Wir sind erstaunt, wie offen die Mütter dem Alligator im Wohngebiet begegnen. Sie machen da jetzt ganz entspannt Fotos? Haben Sie keine Angst um Ihren Sohn? Ja, ich bin schon ein bisschen überrascht, auch, dass er so mutig ist. Ich muss das nicht haben. Auch wenn die Mutter sich scheinbar keine Sorgen um ihren Sohn macht, Vorsicht ist besser als Leichtsinn. Auch wenn wir den Eindruck haben, dass die Tiere im Haus sicher sind. Auf der Straße scheint uns das Ganze doch ein bisschen zu unberechenbar.